السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ich denke, jeder von euch möchte gerne wissen, wie es läuft und wie kann man Dauer machen, wie kann man die Dauer stärken, welchen Beitrag habe ich und welchen Beitrag hat jeder von uns. Alhamdulillah, es nehmen jeden Tag Leute den Islam an. Alleine letzte Woche haben 10 Leute den Islam angenommen. Nur 2 wollten oder haben zugelassen, dass wir sie aufnehmen. Aber das müssen wir auch respektieren und akzeptieren. Es gibt Leute, die wollen nicht aufgenommen werden. Aber Alhamdulillah, jeden Tag nehmen Leute den Islam an. Und Alhamdulillah, jeden Tag kehren Geschwister von uns zum Islam zurück. Subhanallah, vor ein paar Jahren haben wir diese Gesichter niemals gesehen. Wir haben angefangen, 2004 Dawah zu machen. In den Moscheen, die wir besucht haben, und Allah weiß, wie viele Moscheen wir besucht haben, und Allah weiß, wie viele Länder wir besucht haben und wie viele Hallen wir besucht haben, die Leute waren skeptisch. Man liest, oder wir haben immer in den Augen gelesen, naja, mal gucken, was daraus wird. Und Alhamdulillah, Alhamdulillah, jetzt sieht die Situation ganz anders aus. Wir sehen Männer im wahrsten Sinne des Wortes, die Allah lieben und diese Religion lieben und stolz darauf sind, Muslime zu sein. Alhamdulillah, das ist alles durch Allahs Huld. Und Subhanallah, wie der Prophet Muhammad a.s. versprochen hat, dass der Islam hier ins jede Haus reinkommt. Das wird inshallah reinkommen. Aber unsere Aufgabe ist jetzt härter geworden und ernster geworden und interessanter geworden. Viele Schwestern von uns haben angefangen, Kopftücher zu tragen, haben angefangen, Niqab zu tragen, Gesichtsverschleierung zu tragen. Viele Brüder von uns haben angefangen, die Sunna zu praktizieren. Und Alhamdulillah, meine liebe Geschwister im Islam, deshalb wird die Dawah richtig bekämpft werden. Und knallhart. Und Alhamdulillah, Allah will uns einen höheren Lohn geben. Deshalb müssen wir unsere Aufgabe und unser Angelegenheit ernster nehmen. Und inshallah, dazu dient auch dieses Thema, was ich mit Allahs Erlaubnis und Alhamdulillah vorbereitet habe. Nämlich, der Prophet Muhammad a.s. sprach von dieser Zeit und sagte, es wird Zeit kommen, wo der Islam fremd sein wird. Der Islam hat fremd angefangen und wird fremd zurückkehren. Und das erleben wir. Das erleben wir. Und was sagt er? Tuba lil Ghuraba. Tuba ist ein Baum im Paradies. Das bedeutet, ein gewaltiger Lohn für die Fremden. Und wer sind die Fremden? Das seid ihr. Ihr seid fremd. Ihr seid richtig fremd jetzt geworden. Alhamdulillah. Das ist das Ergebnis von der Integration, die Allah vernichtet hat. Tuba lil Ghuraba. Ein gewaltiger Lohn für die Fremden. Und in einem anderen Hadith sagte der Prophet Muhammad a.s. und passt alle jetzt auf. Der Lohn von diesen Fremden ist zu vergleichen mit 50 Mal wie der Lohn von den Sahaba. Die Menschen, die heiße Kohle in der Hand haben und festhalten und alles ertragen für diese Religion, bekommen den Lohn von 50 Sahaba. Und wer sind die Sahaba und wo sind die Sahaba? Die meisten sind im Paradies, inshallah.
Jetzt. Wir wollen alle Sahaba werden, oder? Inshallah. Wir sehen, meine liebe Geschwister im Islam, die Muslime teilen sich in zwei Gruppen. Eine Gruppe, die ich gerade genannt habe, die heiße Kohle in der Hand hat und festhält. Aber richtig. Und das tut richtig weh. Aber sie vertragen es für Allah. Und sie vertragen es für diese Religion. Und diese Menschen sind fremd. Warum sind sie fremd? Weil sie alles ablehnen, was ein Schirk ist. Sie lehnen alles ab, was Kufr ist. Und das seht ihr mittlerweile, wenn ihr mit einigen Geschwistern redet und sagt, Zinsen ist haram. Ach, du lebst im Mittelalter. Ja? Trage Kopftuch. Ach, das war damals. Wir sind in Deutschland. Ja? Was sollen die Menschen von mir denken? Was soll Klaus und Sabine von mir denken? Und ihr seht, man versucht wirklich die Muslimen in die Irre zu schicken. Mit allen Mitteln, und die bezahlen Milliarden dafür. Alles, was rechtens ist, ist fremd geworden. Bart, wenn du jetzt anfängst, Bart wachsen zu lassen, der Erste, der dich bekämpft, ist dein Vater. Oder deine Mutter. Oder deine Familie. Oder deine Nachbarn. Warum? Warum? Das ist die Fremdheit, die der Prophet Muhammad a.s. angekündigt hat. Wir sind die Fremden, die Zinsen als Haram erklären. Ja? Die Disco als Haram erklären. Wir sagen, was halal ist und was haram ist. Deshalb haben wir Probleme in dieser Gesellschaft. Aber Alhamdulillah, Tuba lil Ghuraba, der höchste, der beste Lohn für die Fremden. Jetzt, wie können wir Sahaba werden? Ich kehre zurück zu der zweiten Kategorie der Muslimen. Und das ist leider eine, fast die Mehrheit. Verzweifelte Muslimen. Verzweifelt. Nicht nur der Shaitan ist am Werk, das sind Shayatin am Werk, die einen Plan geplant haben, und dieser Plan wird durchgeführt, um die Herzen der Muslime zu zerstören, dass sie kein Iman mehr besitzen. Die Mehrheit unter den Muslimen sind verzweifelt. Warum sind sie verzweifelt? Weil sie leider La ilaha illallah Muhammad Rasulullah nie verstanden haben und nicht verstehen. Wie die Sahaba damals La ilaha illallah Muhammad Rasulullah verstanden haben und verinnerlicht haben. Jetzt, wir wollen alle Sahaba werden, oder? Wir müssen die Geschichte der Sahaba vor dem Islam und nach dem Islam studieren und lesen. Und wir haben hier in diesem Land, Alhamdulillah, bessere Voraussetzungen als die Sahaba. Und ich nenne nur ein kleines Beispiel. Jeder von euch kennt Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Wenn du die Geschichte von Umar ibn al-Khattab nach der Annahme des Islams liest, Wallah, du wirst nicht mal aufstehen und beten. Du wirst denken, du machst gar nichts. Und egal was du machst, das ist nichts, komma nichts. Aber wenn du die Geschichte von Umar ibn al-Khattab vor seinem Glaubensbekenntnis liest, dann bekommst du Hoffnung. Und dann hast du und dann habe ich einen besseren Ausgangspunkt
Jetzt, wer war Umar ibn al-Khattab in der Jahiliyyah-Zeit? Umar ibn al-Khattab war ein Götzendiener. 26 Jahre lang. Der hat sich für eine Figur niedergeworfen. Der hat Statuen angebetet. Götzendiener. Im wahrsten Sinne des Wortes, wie unsere Umgebung jetzt. Und noch schlimmer. Er hat eine Sklaven Tag und Nacht gefoltert. Er hat Spaß daran gehabt, diese Frau zu foltern. Warum? Weil sie Muslime war. Er hat seine Schwester geschlagen, weil sie den Islam angenommen hat. Er war kurz davor, den Prophet Muhammad a.s. zu töten. Schaut mal, welchen Verstand dieser Mann hat oder hatte. Der hat den Islam gehasst. Jetzt vergleichen wir uns mit Umar ibn al-Khattab in der Jahiliyyah-Zeit. Sind wir besser dran oder nicht? Habt ihr Götzen angebetet? Alhamdulillah, bis jetzt noch nicht. Ja? Okay, die Götzen waren damals aus Holz, sind jetzt heute sind aus Fleisch und Blut. Ja? Aber Alhamdulillah, wir sind Muslime. Ja? Wir sind als Muslime geboren und unsere Eltern sind Muslime. Wir haben den Koran. Wir haben die Sunna des Propheten. Das heißt, unsere Ausgangsposition ist besser als die Ausgangsposition von Umar ibn Khattab. Ja? Jetzt. Was hat Umar ibn Khattab verändert? Er hat seine Tochter lebendig begraben. Er hat Figuren angebetet. Er war kurz davor, den Prophet Muhammad a.s. zu töten. Der hat den Islam gehasst. Was hat ihn verändert? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wie oft sagen wir La ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Wie oft? Wie oft sagen die Muslime heutzutage La ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Wallahi, meine liebe Geschwister im Islam, die wenigsten unter den Muslimen haben La ilaha illallah Muhammad Rasulullah verstanden. Hätten sie La ilaha illallah Muhammad Rasulullah verstanden, Wallah, wir werden die Führer dieser Erde werden. Aber leider, wir sehen, jeder sagt La ilaha illallah Muhammad Rasulullah und macht so viel Munkar nebenbei. Ja, und sagt, Allah ist allverzeihend, allbarmherzig. Ja? Was bedeutet La ilaha illallah? Dieser Satz, der Umar ibn al-Khattab komplett verändert hat von einem Götzendiener zu einem Herrscher für diese Erde. Umar ibn al-Khattab ist im Paradies jetzt. Er war Götzendiener und hat La ilaha illallah Muhammad al-Rasulullah ausgesprochen und verinnerlicht. Verinnerlicht. Viele, viele Gelehrten und viele Prediger übertreiben manchmal. Und das hat vielen Muslimen zum Verzweifeln gebracht, indem sie die Sahaba als vollkommene Menschen, perfekte Menschen, fehlerlose Menschen dargestellt haben. Natürlich, Alhamdulillah, die haben gute Absichten. Ja? Aber das hat vielen Muslimen die Hoffnung weggenommen, dass sie die Sahaba nachahmen. Die Sahaba waren normale Menschen, genauso wie du und ich. Die Sahaba haben auch ihr Fehler gehabt. Aber der Unterschied ist, sie haben sofort angefangen, Reue zu machen, Tauba zu machen. Und das ist der Unterschied. Und inshallah werden wir dazukommen.
Jetzt, das ist erstmal Umar ibn al-Khattab, von einem Götzendiener, der wertlos war, zu einem Herrscher. Ja? Jetzt, schaut mal der Unterschied zwischen Abu Lahab, der Onkel des Propheten, der immer hinter dem Prophet a.s.w. hingegangen ist und die Menschen gesagt, ach, der lügt, glaubt nicht, was er sagt. Genauso wie die Medien heutzutage. Die laufen hinter uns her und sagen, Extremisten, Radikale und. Ja? So war Abu Lahab damals. Wer hat Abu Lahab den Auftrag gegeben? Abu Jahl. Wer war Abu Jahl? Der Anführer. Ja? Das gleiche geschieht heutzutage mit den Medien. Ja? Jetzt schaut mal, wo Abu Lahab ist. Abu Lahab ist in der Tiefe der Hölle und Umar ibn al-Khattab im Paradies. Und das ist der freie Wille. Allah hat jedem von uns freie Willen gegeben. Du entscheidest, ob du ins Paradies kommst oder in die Hölle kommst. Das ist deine freie Entscheidung. Jetzt, das ist Umar ibn al-Khattab. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair war ein verwöhnter Junge, der immer Luxusleben gehabt hat. Seine Mutter hat ihm immer Parfüm in Jemen gekauft, die besten Sorten. Klamotten, die besten Klamotten, Markenklamotten, genauso wie heutzutage. Die Jugend ist beschäftigt mit Markenklamotten. Welche Handy hast du? Welche Ausstattung hat dein Handy? Was für ein Auto fährst du? So verwöhnt war er. Auf einmal hat er sich Gedanken über sein Leben gemacht und hat angefangen, Koranversen zu hören. Und dann hat er den Islam angenommen. Mus'ab ibn Umair war ganz kurz Muslim und hat angefangen, Dauer zu machen. Viele Menschen und einige Gelehrte sagen, Tausende von Menschen sind durch ihn Muslime geworden. Und dann kam die Schlacht von Uhud und hat die Flagge von La ilaha illallah getragen. Und die Feinde Allahs haben seine Hand abgehakt. Dann nahm er La ilaha illallah Flagge in die andere Hand. Und sie haben die andere Hand abgeschnitten. Und er wollte nicht, dass Allahs Name und Allahs Flagge auf den Boden oder den Boden berührt. Er hat die mit seiner Brust genommen. Und sie haben ihn getötet. Wo ist er jetzt? Im Paradies. Von einem verwöhnten Jungen, der ziellos gelebt hat, zu einem Märtyrer. Und was für ein Märtyrer. Schaut mal, wie der Islam die Menschen verändert. Jetzt kommen wir zu einem anderen Beispiel. Hier reden wir von Personen. Jetzt reden wir von Gruppen und Familien und Stämme. Wie der Islam sie verändert hat. Wie La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ihre Herzen verändert hat. Abu Dharr al-Ghifari, das ist einer von den Sahaba, er wuchs in einer Familie oder in einem Stamm. Und diese Menschen, die meisten Angehörigen seiner Familie, waren Gangster, im wahrsten Sinne des Wortes. Räuber. Sie haben Menschen beraubt. Als er den Islam angenommen hat,
ging er sofort zu seiner Familie, hat mit ihnen Dawa gemacht und sie haben alle den Islam angenommen. Von Räuber zu Menschen, die das Hab und Gut von den Menschen bewahrt haben. Jetzt noch ein Beispiel. Kennt ihr Bay'at al-Radwan? Schwureid und Treueid von Al-Hudaybiyah? Als der Prophet Muhammad a.s. mit den Muslimen nach Mekka gegangen ist, nicht geflogen ist, gegangen ist. Ja? Die haben keine Toiletten damals gehabt. Die haben kein Toilettenpapier gehabt. Die haben kein Autos gehabt. Die haben nichts gehabt. Als er nach Mekka mit 1400 Muslimen gegangen ist, zu Fuß, kurz bevor sie Mekka erreicht haben, haben sie die Absage bekommen von Quraysh. Wenn ihr Mekka oder in Mekka reinkommt, wir werden euch alle abschlachten. Und der Prophet Muhammad a.s. ist dahin gegangen, um Umrah zu machen. Die sind mit den Kleidern von Umrah, Tücher, hingereist. Und jeder hat sein Schwert gehabt. Also sie haben keine Kriegsaufrüstung gehabt. Deren Absicht war, nach Mekka zu fahren, zu gehen und die Pilgerfahrt oder die Umrah zu entrichten. Der Prophet Muhammad a.s. hat Uthman ibn Affan radiallahu anhu, das ist sein Schwiegersohn gewesen, er hat ihn nach Mekka geschickt, damit er mit Quraysh verhandelt. Und als Uthman länger geblieben ist, dachten die Muslime, dass Uthman getötet worden ist. Und der Prophet Muhammad a.s. hat die Muslime versammelt und sie gefragt, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Schaut mal die Götzendiener, was sie draußen machen. Subhanallah, das ist die Gerechtigkeit Allahs. Einer verliert sein Geld, um in die Hölle zu kommen damit. Und einer hier sitzt kostenlos und bekommt Lohn von Allah und die Engel sind über unseren Köpfen und machen Bittgebete bei Allah. Allahu Akbar! Schaut mal, Subhanallah, wir sind in einer Stadt und vielleicht sind die nebenan. Sie geben ihr Vermögen aus, damit sie in die Hölle kommen. Und das wird ein Jammer für sie sein. Und sie werden in der Hölle schmoren. Und hier, Alhamdulillah, wir sitzen hier kostenlos. In Allahs Haus. Wir sind Gäste bei Allah jetzt. Und die Engel sind über unseren Köpfen und machen Bittgebete bei Allah, dass Allah unsere Sünden vergibt. Möge Allah uns allen unseren Sünden vergeben, inshallah. Und es kann sein, meine liebe Geschwister im Islam, dass Allah in diese Sekunde und dieser Minute sagt, ich vergebe euch alle. Inshallah, möge Allah uns inshallah Hand in Hand ins Paradies führen. Als der Prophet Muhammad a.s. die Muslime versammelt hat und sie gefragt hat, was machen wir jetzt? Uthman ist bei Quraysh und es kann sein, dass er getötet worden ist. Was machen wir? Sie haben alle geschworen bei Allah und ein Treueid gemacht mit dem Prophet Muhammad a.s., dass sie kämpfen und für Allah sterben wollen. 1400 Menschen. Quraysh hat 10.000 Soldaten. Die Muslime waren 1400 Menschen. Die haben nicht mal ihre Kriegsausrüstung gehabt. Die haben nur Schwerte gehabt. Und dann kamen die 1400
Und hat jeder von den 1400 die Hand dem Prophet Muhammad gegeben und gesagt, ich schwöre bei Allah, ich bin bereit für Allah zu sterben. Jetzt. Kam direkt die Offenbarung von Allah, dass Allah mit diesen 1400 zufrieden ist. Allah ist mit 1400 Menschen zufrieden. Was bedeutet das? Die kommen alle ins Paradies. Sie haben nicht gekämpft. Uthman ibn Affan ist zurückgekommen. Aber das ist Al-Ikhlas und As-Sidq. 1400 Menschen, die aufrichtig waren. Allah hat in die Herzen von diesen Menschen reingeschaut und hat nur die Aufrichtigkeit gesehen. Die Muslime haben nicht gekämpft. Nicht gekämpft, aber sie waren bereit für Allah zu sterben. Alleine diese Tatsache hat sie ins Paradies geschickt. Takbir! Allah! Takbir! Allah! Takbir! Allah! Takbir! Ja, mashallah. Ja. Jetzt. Sie terrorisieren uns. Möge Allah sie recht leiten, inshallah. Ja. Möge Allah alle Menschen in Deutschland recht leiten. Die Sahaba waren ganz normale Menschen. Sie haben Sünden gemacht. Sie haben Fehler gemacht. Und sie baten direkt Allah um Vergebung. Und ich gebe euch zwei Beispiele. Weil viele Leute denken, dass die Sahaba fehlerfrei sind. Wenn sie die Geschichte von den Sahaba lesen, sie sagen, ich bin kein Sahabi und ich kann niemals ein Sahabi werden. Diese Menschen sind über unserer Vorstellungskraft. Aber die Sahaba waren ganz normale Menschen. Sie waren aufrichtig, sie haben den Islam geliebt. Sie haben den Prophet Muhammad geliebt. Sie haben das Glaubensbekenntnis richtig verstanden. Und nach La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ihr ganzes Leben umgestellt. Und es wurde berichtet, dass viele von den Sahaba Alkoholiker waren, viel Alkohol getrunken haben. Und als Allah Alkohol verboten hat, sie haben direkt es weggeworfen. Das ist Islam. Islam bedeutet Hingabe. Hingabe im wahrsten Sinne des Wortes an Allah. Ein Muslim, der immer noch freie Willen hat, der muss Angst haben. Wallahi, der muss Angst haben. Allah liebt den Muslim, der sagt, wir hören und wir gehorchen. Allah liebt keine streitsüchtigen Menschen. Allah hat die Juden verflucht und sie haben es verdient, weil sie streitsüchtig waren. Warum und wieso? Ja? Warum und wieso? Allah liebt keine streitsüchtigen Menschen. Mit La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, du bist kein freier Mensch mehr. Du hast deine Seele an Allah verkauft. Was ist die Gegenleistung? Das Paradies. Das Paradies. Jeder von euch kennt Ammar ibn Yasir, radiallahu anhu. Ammar ibn Yasir, die Kuffar von Quraysh, haben seine Mutter und seinen Vater abgeschlachtet vor seinen Augen. Und sie haben ihn gefoltert. Und sie haben ihn gezwungen, den Prophet a.s. oder über den Prophet a.s. zu schimpfen. Schaut mal, meine liebe Geschwister im Islam, deine Mutter und dein Vater
werden vor deinen Augen abgeschlachtet und du wirst gefoltert. Und man verlangt von dir nur zu sagen oder den Prophet zu beschimpfen. Er war schwach. Er hat über den Prophet Muhammad geschimpft. Jetzt schaut mal, was er danach gemacht hat. Der ist sofort zum Prophet Muhammad gegangen und hat sich entschuldigt. Ja? Dann fragt er der Prophet Muhammad, was ist mit deinem Herz? Kam das von deinem Herz? Er sagte nein. Ja? Nein. Dann hat der Prophet Muhammad ihm gesagt, wenn sie nochmal das wiederholen, dann wiederhole das, was du gesagt hast. Ja? Wenn sie nochmal das wiederholen, dann schimpfe über mich. Wer sagt das? Das ist der Prophet. Ja? Jetzt. Es gab einen Gefährten, ich kenne seinen Namen nicht, vielleicht einer kennt seinen Namen. Der Prophet Muhammad hat ihn zu Bani Qurayza geschickt und gesagt, verhandle mit ihnen. Wenn sie den Islam annehmen, Alhamdulillah, dann sind sie unser Brüder im Islam. Ja? Tun sie das nicht, dann kommt zurück. Der ist dort angekommen und hat ihnen gesagt, also der Prophet Muhammad sagte, wenn ihr den Islam nicht annimmt, er hat so gemacht. Ja? Und dann sofort gemerkt, dass er einen Fehler gemacht hat. Er hat die Geheimnisse von dem Prophet Muhammad verraten. Was macht er? Der ging direkt, hat sich in einer Moschee hingesetzt und bat seine Frau, dass sie ihn ankettet, ja. 6 Tage lang. Er hat gemerkt, dass er einen Fehler gemacht hat. Ja. Bis Allahs Urteil gekommen ist und dass Allah ihn verziehen hat. Schaut mal, das ist der Unterschied. Die Gefährten, immer wenn sie einen Fehler gemacht haben, wenn sie eine Sünde gemacht haben, die haben sofort Reue begangen. Und das ist, was Allah liebt. Meine liebe Geschwister im Islam, denkt nicht, dass einer sündenfrei ist. Sonst wird Allah niemals sagen in einem heiligen Hadith, O Sohn Adam, wenn du keine Sünde begehst, werde ich dich ausradieren, neue Schöpfung erschaffen, die Sünden begehen und mich um Vergebung bitten. Allah liebt es, dass sein Diener, wenn er eine Sünde macht, und wir machen alle Sünden, dass man schnell Allah um Vergebung bittet. Jetzt, die Sahaba waren ganz normale Menschen, aber sie waren aufrichtige Menschen. Sie haben La ilaha illallah Muhammad Rasulullah verstanden und verinnerlicht und ihr ganzes Leben umgestellt. Allah hat ihnen oder die meisten von ihnen das Paradies versprochen. Warum? Weil sie aufrichtig sind.